Herzlich willkommen zum Traction Bootcamp. Das ist jetzt unser zweites großes Event unter dem Motto Bootcamp der Traction. Motto ist Bodenbearbeitung. Neben mir steht meine Kollegin Evelyn. Mein Name ist Alexander. Wir beide sind Team Traction, also wir machen das Heft, wir machen die Marke Traction, haben die Social Media Kanäle, betreuen die und veranstalten eben auch jetzt hier das Bootcamp. Erstmal super Dank an Schrader Agrarservice für Bereitstellung der Fläche und dass wir ein bisschen hier rumfahren dürfen und ausprobieren dürfen. Der zweite Dank geht an Fitim von M&H. Wir standen irgendwie mit Conti bei dir auf dem Hof und du meintest, hey, lass uns mal sowas zusammen aufziehen bei dir und du hilfst beim Organisieren und du hast jetzt mit 5 Schleppern bist du jetzt hier und genau, hast viel im Background gemacht, hast natürlich auch den Kontakt hergestellt zur Fläche. Genau, Fitim ist ja auch Social Media sehr affin und hat viele Follower und wird wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich auch von diesem Bootcamp was posten. Und natürlich möchte ich auch euch herzlich willkommen heißen hier bei einem Bootcamp an die Hersteller. Wir sind jetzt 13 Hersteller hier vor Ort, 10 Bodenbearbeitungshersteller und Maschinenhersteller. Weil wir halt eine ganz normale Ackerstolle verbaut haben, nur halt eben etwas breiter. Ja, schönen guten Morgen. Auch wir von Amazone heißen Sie herzlich willkommen hier zum Feldtag. Mein Name ist Nils Burrichter, ich bin Verkaufsförderer. Unter anderem haben wir mitgebracht unseren neuen Flachgrubra Cobra. Gibt es in 6 und 7 Meter Arbeitsbreite gezogen. Hier vorne haben wir verschiedene Anbaumöglichkeiten. Hier einmal Unterlenker. Aber auch K80 ist möglich, dann mit einem hydraulischen Obergurt, der gekoppelt ist mit einem Fahrwerk, dass wir vorne eine Aushebung haben. Optional haben wir unsere Messerwalze, die wir auch schon seit 2 Jahren an unsere Katros verbaut haben. Ist eine Eigenentwicklung. Wir haben kurze Segmente, 4 Segmente aufgeteilt auf 6 Meter Arbeitsbreite, haben dadurch eine bessere Bodenanpassung. Ja, mein Name ist Niklas Riedmann, ich bin hier von der Firma Amazone aus dem Bereich Produktmanagement. Wir sind hier heute beim Influencer Camp mit 2 Maschinen vertreten. Einmal haben wir unseren neuen Flachgrubra Cobra mit und sind hier jetzt gerade mit unserer Scheibenecken-Grubra-Kombination dem Zeus unterwegs. Haben davor einen Fendt 942. Und unser Zeus hier, den wir heute mit haben, ist ein universelles Gerät. Ich habe vorne eine vollwertige Scheibenegge. Die ist für die Zerkleinerung und die Einmischung der Organik. Also hier im Bereich der Mulchgruber klassisch ja, das flache Einmischen und Einebnen der Organik und der Pflanzenreste. Dann haben wir als nächste Werkzeugeinheit unsere Zinkeneinheit mit einem Druckfederüberlast gesicherten Zinken oder mit einem hydraulischen Überlastsicherung. Der Zinken dann wirklich für die tiefe Lockerung, die tiefe Grundbodenbearbeitung bis maximal 35 cm Tiefe. Hier mit anderen Schalen natürlich auch sehr gut geeignet für flaches Arbeiten, sehr gut auch dann geeignet für flaches, vollflächiges Schneiden. Dem Zinkenfeld folgend haben wir dann die Scheibeneinebnung. Die ist im Prinzip dazu da, den gelockerten Boden wieder zu nivellieren und ganz gerade zu machen, bevor dann im nächsten Schritt die Walze die gezielte Rückverfestigung übernehmen kann. Das letzte Werkzeug der Maschine ist dann die Walze zur Rückverfestigung des Bodens. Hier können wir 11 verschiedene Walzen montieren, ein breites Walzenportfolio von offenen Walzen, wie hier in diesem Fall eine Doppel-U-Profil-Walze, bis hin zu geschlossenen Walzen, Keilring-Walzen, Vollstahlwalzen, Diskwalzen. Hier sind verschiedenste Möglichkeiten für verschiedenste Standortbedingungen möglich. Ja, servus am Stand von Pöttinger. Mein Name ist Felix Baumeister. Ich bin Produktspezialist für Bodenbearbeitung. Die Firma Pöttinger ist seit 1975 in der Bodenbearbeitung tätig. Seit 2006 haben wir ein Werk mit ca. 500 Angestellten in Tschechien, wo die komplette Bodenbearbeitung gebaut wird. Wir haben heute am Traction Bootcamp unseren Terrier 640 dabei, also 6 Meter Arbeitsbreite und vierbalkig.
Ich sag mal, ein Schwerpunkt bei der Entwicklung war vor allem eine hohe Auslastung von der Maschine. Davon muss die Maschine ja universell einsetzbar sein und robust sein. Ich denke, robust sieht man am Rahmen hier. Wir haben ein 10x10 Vierkantrohr mit 8 mm Dicke. Und ja, für den universellen Einsatz haben wir uns verschiedene Dinge überlegt. Zum einen können wir durch verschiedene Scharstellungen und Stielpositionen und ja, Arbeitswerkzeuge von, ich sag mal, unter 5 cm flach schneidend bis 35 cm grumentiefe Lockerung durchführen. Des Weiteren können wir relativ einfach den Nachläufer abbauen, wenn wir ohne Rückverfestigung arbeiten wollen. Und optional gibt es die Maschine auch mit Verteilerkopf. Dann kann in Kombination mit dem Fronthang gleichzeitig zum Beispiel Dünger ausgebracht werden, Zwischenfrüchte ausgebracht werden oder eine Ausgleichsdüngung beim ja, Stoppelsturz durchgeführt werden. Ja, unser Grupper ist serienmäßig mechanisch über Federn gesichert gegen Steine. Und optional wird es auch mit hydraulischer Steinsicherung geben. Dann können wir quasi den Auslösedruck nochmal einstellen. Bei der mechanischen Variante liegt der Auslösedruck bei 600 Kilogramm und wir haben einen Ausweichweg von 35 cm. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Maximilian Plappert von der Firma Horsch. Wir haben heute unseren Cruiser 6XL mitgebracht. Der Cruiser 6XL, generell die ganze Cruiser-Baureihe, der Spezialist für die Stoppelbearbeitung bei uns im Hause. Hier bei der Maschine ein paar kleine Details, Besonderheiten, auf die wir eingehen wollen. Zum einen unseren Traktionsverstärker, unseren integrierten Traktionsverstärker, der hier über diesen Topzylinder arbeitet. Sobald ich die Maschine im Boden eingesetzt habe und die Maschine abgelassen ist, kann ich von meinem Steuergerät in die Schwimmstellung gehen. Anschließend wird hier über einen Gasdruckspeicher Druck aufgebaut, der auf diesen Zylinder wirkt und dann die Maschine eben hinten den Dreipunkt des Schleppers mit bis zu 1,2 Tonnen belastet und wir somit richtig Traktion bekommen. Nächster Punkt an unserem Cruiser ist unser sogenannter HFZ-Zinken, unser Horsch-Federzinken. Die Besonderheit hier, der Zinken ist mit 150 Kilogramm vorgespannt. Das heißt, er ist sehr höhenstabil im Boden. Er bleibt immer auf seiner Arbeitstiefe. Bei Steinkontakt hat er aber die Möglichkeit, nach oben auszuweichen. Zu den Nachläufern. Hier jetzt unser Doppelrollpackpacker für die Saatbettbereitung. Für den Stoppelsturz eher für leichtere Böden gedacht. Der hat die Aufgabe, nochmal den Boden rückzuverfestigen. Im Nachgang dann optional hier unser Striegel. Ja, hier haben wir uns jetzt den Terrano 4.3 GX vor uns. Die Besonderheit an diesem Terrano ist jetzt unser neu entwickeltes Terracaccia. Das Terracaccia eignet sich speziell für die ultraflache Bodenbearbeitung, fürs flache Schneiden von 2 bis 8 cm maximal. Wir haben hier ein 40 cm breites Schar. Bei einem Strichabstand von 30 cm haben wir somit echte 10 cm Überlappung. Mit gefederten Zinken und diese Maschinen bauen wir von 3 bis 7 Meter. Hier ist die 5 Meter Variante mit Fahrwerk. Wir haben breit aufgehängtes, weit vorne aufgehängten Nachläufer, unsere Vibropack-Walze. Hallo, mein Name ist Henning Feltschen. Ich bin der Produktmanager für Bodenbearbeitungsgeräte im Hause Kuhn
und möchte Ihnen heute den Kuhn Varimaster L Onland präsentieren, mit dem wir hier auf dem Traction Bootcamp unterwegs sind. Die Besonderheiten dieses Fluges sind, dass dieser einfach umzustellen ist mit einem Handgriff von in der Fuchebetrieb auf den Onland-Betrieb, indem wir diesen Wegehahn umlegen. Wir können somit auf alle Gegebenheiten antworten und das Umstellen geht, wie gesehen, innerhalb von ein paar Sekunden. Dann müssten wir nur im Anstoß die Neigung des Fluges nochmal adjustieren und dann kann es auch schon losgehen. Eine Besonderheit ist noch, das ist ein Vario-Flug, also die Schnittbreitenverstellung eben variabel. Und was Kuhnflüge auszeichnet, ist, dass das komplette Vario-Gestänge nicht außerhalb des Rahmens liegt, sondern innerhalb des Rahmens. Das schützt das Gestänge als solches vor äußerlichen Einwirkungen. Bei nicht schüttfähigen Böden ist es eben ganz wichtig, dass wir genug Abstand von den Schlepperreifen zur Fuchenkante haben. In diesem Falle ganz weit ausgefahren, mit 18 Zoll Schnittbreite haben wir einen Abstand von 40 cm. Das reicht in jedem Fall aus, dass die Fuchenkante nicht einbricht. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wir für alle Bodentypen den richtigen Flugkörper anbieten können. Stellen wir den Vorschäler flach ein, sodass wir möglichst wenig Zugkraftbedarf benötigen. Vincent Müller, auch von der Firma Kuhn. Wir haben neben dem Varimaster L den Optimer XL 6000 mitgebracht. Kurzscheibenegge. Wir gehen einmal kurz von hinten nach vorne durch. Vorne haben wir die Tiefenführungsräder. Dann haben wir hier die Messerwalze, die vorläuft. Wir haben kurze einzelne Segmente, die getauscht werden können. Hier sehen wir das Scheibenfeld. XL bedeutet großer Scheibendurchmesser. 620 mm. Ja, hier haben wir den Striegel zur feinen Krümmelung und natürlich auch Verteilung der organischen Masse. Hinten sehen wir die STS-Walzen und die haben wir in drei Elemente aufgeteilt und das ist natürlich besonders gut für die Bodenanpassung. Ich bin Fabian Hüff von der Firma Kuhn. Der Standort in Deutschland ist das Shopstop. Wir sind heute hier mit einem Optimer XL 6000. Die Messerwalze, die ist optional zu der Scheibenegge. Die fährt auf Dauerdruck, das heißt, sie kann permanent, also man kann Druck von 20 bis 70 bar einstellen und sie weicht halt Stein aus und kann sich den Unebenheiten halt auch anpassen. Man kann auch wählen, dass man ohne Messerwalze fährt. Dann fährt man sie einfach hoch und dann läuft die Maschine ohne Messerwalze mit. Ja, Zwischenfrüchte, Rapsstoppeln, Maisstoppeln. So, bei Maisstoppeln da empfiehlt man dann halt den größtmöglichen Druck zu machen, damit die Stoppeln angeschnitten werden. Die Maschine gibt es von 3 bis 12 Meter. Die 12 Meter Maschinen haben dann eine Konturanpassung, das nennt sich bei uns Steady Control. Das heißt, sie geht halt auch den Konturen mit. Ja, mein Name ist Michael Kotter von der Quernland Group Deutschland. Wir sind hier beim Traction Bootcamp vertreten mit zwei Maschinen. Hier ist einmal der Quernland Ecomat, ist ein Schälflug, ein Volldrehflug als Schälflug, hier als 7'scher Variante. Besonderheit bei dieser Maschine ist eben ein flaches Abschneiden von 6 cm an bis 18 cm Tiefe. Wir haben eine zylindrische Körperform, die eben bewirkt, dass der Erdbalken um 180 Grad gewendet wird und so ja, Unkraut, Wurzeln an der Oberfläche sind und so eben vertrocknen können und ich einen ganz flächigen Schnitt habe. Besonderheit hierbei ist, dass wir das Gespann hier mit einem relativ kleinen Traktor fahren. Wir haben hier einen MF mit 145 PS. Der mit diesem 7'scher Flug hier spielen zurechtkommt, sowohl was Hubkraft angeht, aber auch was Zugleistung angeht.
Hallo, ich bin Alexander Nolte. Ich arbeite im Produktmarketing bei der Firma Querneland und wir sind hier beim Traction Bootcamp für Bodenbearbeitung und haben euch unseren Turbo 6500T mitgebracht. Das ist unsere aufgesattelte Variante des Turbos. Die gibt es hier, wie wir hier steht, als 6500, also bei 6,50 Meter Arbeitsbreite und als 8 Meter aufgesattelt. Und das ist unser Spezialist von flach bis mitteltiefe Bodenbearbeitung. Also wir können mit einem Flügelschar so ab 2-3 cm anfangen, flächig zu schneiden und dann runter bis 20 cm mit den Scharen, die wir jetzt zum Beispiel hier drauf haben. Wir können an diesem Grubber anbieten, hinten komplettes Querland-Walzen-Produktportfolio. Jetzt haben wir unsere Actipress Twin-Walze, unsere Soil-to-Soil-Walze mit Striegel verbaut. Und davor sitzen die Nivelliereinheiten. Da haben wir einmal die Zustreicher, so wie hier. Wir können aber auch optional Scheiben liefern, gerade wenn wir höhere Ernterückstände haben, wie Maisstroh. Dann können die Scheiben da deutlich helfen. Davor sitzt das Herzstück, unser Zinken. Wir können in diesem Grubber zwei Zinkentypen verbauen. Einmal den, wie wir hier sehen, den Reflex 200. Das ist ein Blattfederzinken, der 200 Kilogramm Auslösekraft hat und halt vibriert. Heißt, wir können damit eine super hohe Schnittfrequenz, gerade beim flachen Stoppelsturz, erreichen. Und wir können damit halt auch gute Feinerde und ein schönes Saatbett erzeugen, wenn wir das so bei 10, 12 cm fahren. Aber wir können, wie gesagt, auch bis 20 cm runter, ohne dass wir Arbeitstiefe verlieren. Weil dieser Zinken löst wirklich erst ab 200 Kilogramm aus und bis dahin verliert er maximal 1 cm Arbeitstiefe, wenn er den Druck bekommt. Eine weitere Besonderheit ist, wir können bei diesem Grubber über diesen Zylinder die Traktion des Schleppers verstärken. Dieser Zylinder kann uns vom Untergriff des Grubbers bis zu 1,5 Tonnen zusätzlich auf die Hinterachse des Schleppers transferieren. Und das System hat hier einen Sensor verbaut am Rad. Das heißt, der Grubber schützt sich auch selber, sodass er sich nicht ausheben kann. Also wenn er merkt, ich kann nicht 1,5 Tonnen dem Schlepper zur Verfügung stellen, dann reduziert er hier den Druck drin, sodass der Grubber auch immer sauber in der Arbeitstiefe bleibt. Ja, hallo, ich bin Justus Kaulingfrex vom Produktmarketing der Firma Lemken. Ich bin mit unserem Kara 10 hier. Das Besondere ist unser Scheibenvorläufer, der ist jetzt neu. Ist dafür da, um viel organische Masse gut erstmal vorzuschneiden und dann verstopfungsfrei durch den Grubber durchzubringen. Das Besondere an unserem Zinkenfeld ist die neue Aufteilung. Die ist jetzt achsensymmetrisch, sprich links und rechts ist spiegelgleich. Seitenzugfreies Arbeiten, Strichabstand 31 cm. Hier haben wir die Flügelschare drauf. Genau, kommen wir weiter nach hinten. Unseren Einebnungswerkzeugen. Hier haben wir die Standardvariante. Das sind die Einebnungsstriegel oder Einebnungszinken. Auf der Fahrtrichtung rechten Seite sind unsere optionalen Einebnungsscheiben sogar überlastgesichert. Also so gesehen zwei Optionen in einem. Kommen wir nochmal zur Walze. Hier haben wir unsere Packer Profilwalze, eine von unseren 15 Walzen für den Grubber. Eine weitere Option, die hier verbaut ist, ist der Zylinder für Kontrotrack, sprich der Grubber passt sich den Konturen im Acker an, dass man in der Senke nicht zu flach arbeitet und auf der Kuppe nicht zu tief, sprich in der Senke geht er mit der Arbeitstiefe runter und auf der Kuppe mit der Arbeitstiefe hoch.
Und als erste Maschine sehen wir hier einen Allrounder Flatline. Das ist auch so ein bisschen was Besonderes. Eine Maschine, mit der man sehr präzise arbeiten kann. Ja, so, jetzt ist etwas ruhiger. Jetzt möchte ich ein bisschen was zur Maschine erzählen. Ein sechsbalkiger Grubber. Und die Intention ist es, mit dieser Maschine möchten wir sehr, sehr flach und präzise arbeiten können. Und man sieht es jetzt schon, diese Maschine kann über- und unterstrecken. Das ist uns besonders wichtig, damit wir das Relief der Fläche erfassen können. Hier erwarten wir jetzt eine Scheibenegge, 12,5 Meter Arbeitsbreite. Und sie klappt jetzt einmal nicht aus, weil wir möchten hier an dieser Stelle einmal zeigen, dass sie tatsächlich, so sie an uns vorbeirauscht jetzt, dass die Transportbreite einhält. 3 Meter breit, 4 Meter hoch. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ja, ein wunderschön. Ich bin Fidi Mimidi von der MUTA Agrarlogistik. Und wir sind heute auf dem Traction Bootcamp Day. Thema Bodenbearbeitung, und wir von der M&H, wir sind mit der 12,50 Meter Rebell und dem 1050 da, haben dann noch unseren Flatliner da, 7,5 Meter Allrounder Flatliner und unseren Vektor. Und ja, ich fahre jetzt hier gerade mal die ersten paar Bahnen durch die Gegend, weil vorher, weiß ich gar nicht, wer ist alles gefahren, 7810 Diaries, Schraller Agrar ist gefahren, und ja, jetzt bin ich mal ein bisschen durch die Gegend und schau mal so, ob ich hier noch den Berg hochkomme oder nicht. Tach. Ah, ne, 12,50 Meter ist sie, ne? Ja. Und bei dem Berg hier, ich meine, das sieht man auf der Kamera sicherlich nicht so, aber der ist schon nicht ohne, ne? Und wir fahren trotzdem noch 10,7 bei 12,5 Meter, ne? Das ist schon nicht schlecht. Das ist der Fendt One, der ist auch relativ neu, der ist jetzt im, ich glaube, der ist Anfang August ist der gekommen. Und ja, damit haben wir Mais geschoben, relativ viel sogar, und halt Bodenbearbeitung gemacht bis jetzt. Und ja, das war's eigentlich. Aktuell hat er jetzt knapp 400 Stunden hat er jetzt drauf, von August an. Ja, kam halt so irgendwie Mitte Maisernte roundabout. Ja, ich glaube Mitte August kam der. Und ja, gucken wir mal so ein bisschen und fahren hier noch so ein paar Bahnen hin und her, und dann wird er aber auch demnächst wieder eingewintert. Die zweite Maschine, die wir mitgebracht haben, ist unsere Carrier XL. Grundsätzlich nicht, beziehungsweise die Mutter aller Scheibenecken. Genau, ja, ich bin Daniel aus dem Marketingteam der Federstahl Deutschland GmbH. Herzlich willkommen hier an Bord. Wir sind heute hier mit zwei Maschinen bei dem Traction Bootcamp unterwegs. Und ihr seid mit mir eben gerade auf einem Axion 69, der einen Grubber zieht von uns. Und zwar eine Neuvorstellung aus diesem Jahr. Das ist der sogenannte Cultus HD. Die Familiengruppierung Cultus, sicherlich schon bekannt, hat ein neues Familienmitglied bekommen, und zwar den HD. Das heißt, ein 3-Punkt-Grubber in den Größen ab 4 Metern letzten Endes. Und wir zeigen mit dem Grubber heute, wie man möglichst effizient auf 15 Meter Erntrückstände einarbeitet. Haben auf dem Grubber aktuell verbaut ein 80er Char mit Leitblechsystem, also sogenannte Marathon-Version, das heißt mit aufgelöteten Verschleißplatten für eine extreme Langlebigkeit.
Und fahren jetzt hier gemütlich bei irgendwo 13 km/h, haben dann noch ein bisschen Luft nach oben. Arbeiten hier auf ungefähr 15 cm. Das Ganze bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 13-14 km/h. Und wir sehen das Ergebnis hier auf der Parzelle. Rückverfestigter Boden mit unserer mit unserem Soilrunner, Double Soilrunner an der Maschine. Wir haben verschiedene Walzenoptionen und wir denken für diesen Standort hier zu der Arbeitsgangthematik sicherlich eine gute Wahl. Nicht wieder durch eine Stützwalze hingedrückt werden. Das ist unser Konzept. Deshalb haben wir hinten auch eine doppelte Striegelreihe. Das heißt, das, was abgeschnitten wird, wird hinten enterdet und oben flach abgelegt. Nur so kann ich eine effektive mechanische Unkrautbekämpfung machen. Und da können wir uns die Maschine dann mal im Einsatz anschauen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nikolai von Arca GPS. Wir sind heute mit unserer neuen CAG-Antenne Chameleon RTK Guidance da, sprich mit jedem John Deere-Traktor kompatibel ist. Darüber hinaus ist sie auch mit Fendt, Claas, Case New Holland, ja, letztendlich jedem anderen Fabrikat kompatibel, kann diese zusammen mit einem John Deere-Display lenken. Ein großer Vorteil unserer Antenne ist, die Antenne ist abschließbar. Wir haben hier ein Schloss, das ist immer serienmäßig mit dabei. Die Antenne passt auf die John Deere-Halterung drauf. Man kann sie einfach abnehmen, hat hier seinen Stecker, steckt den an den John Deere wie mit seiner Starfire-Antenne ran. Genau, Antenne wieder aufs Dach, verriegelt, verschlossen und los geht's. Wie John Deere Display gewohnt, meldet sich die Antenne jetzt hier als ISOBUS an. Wo normalerweise der Starfire auftaucht, taucht jetzt unsere Antenne an. Genau, sie fährt jetzt gerade hoch. So, jetzt sieht man auch schon, die RTK-Daten kommen auch schon rein. Die Antenne baut ihr Signal auf. Wir haben jetzt 55 Satelliten gefunden. 32 sind getrackt und können für die Lenkung genutzt werden. Sprich, optimales Signal. Die Mount-Einstellungen, Höhe, Entfernung der Achse und die Kalibrierung der Antenne. Ja, bei John Deere TCM genannt, bei uns IMU. Genau, die Bridge-Funktion, die würde jetzt greifen, wenn wir jetzt statt wie hier auf dem John Deere-Traktor, wenn wir zum Beispiel auf dem Fendt-Traktor wären und wollen auch gleichzeitig den Fendt über dieses Display hier lenken, dann würde die sogenannte Bridge das übernehmen und der Fendt kann voll integriert mit unserem Empfänger gelenkt werden. Eine weitere Funktion ist unsere Arca GPS Handy-App für letztendlich jedes Handy-Tablet von Android oder Apple. Hierüber können ganz einfach die RTK-Zugangsdaten eingegeben werden. Man verbindet sich. Hier sieht man es, der BT-Status geht auf grün. Die Bluetooth-Verbindung beginnt. Die Daten fangen an zu laufen. Und jetzt empfangen wir statt über ein Modem mit einer extra SIM-Karte über das eigene Handy direkt das RTK-Signal. Wir sind jetzt hier mit Richard auf Sand 8230. So, wir sind jetzt im RTK-Fix. 30 Satelliten, Genauigkeit von 14 mm, genau, volles GPS-Signal. Ich bin Dietrich Kottenbruck, Geschäftsführer der Extra Computing GmbH und wir sind hier heute auf dem Bodenbearbeitungs-Bootcamp der Traction und was wir hier zeigen, ist eine digitale Lösung zur Dokumentation der Feldarbeiten, nämlich das Produkt ExtraTrack. Und das Besondere ist, wir haben hier heute alle Maschinen ausgerüstet mit ExtraTrack-Modulen, das heißt 18 Maschinen von unterschiedlichen Herstellern fahren jetzt hier heute, führen Bodenbearbeitungsgeräte vor und wir erfassen alle Maßnahmen mit ExtraTrack. Das heißt, die Leistung der Maschinen, Dieselverbräuche, Arbeitszeiten, Einsatzzeiten und können so nachher schön vergleichen zusammen mit den Besuchern und Kunden, welche Maschine wie performt und können uns eben die Arbeitsqualität nicht nur am Boden mit dem Spaten angucken, indem wir den Boden aufbuddeln, sondern auch nachher am Laptop digital einfach mal anschauen, was für eine Leistung. Wie leichtzügig ist das Gerät, ist die Arbeitungstiefe richtig eingestellt und so weiter. Und hier sind wir jetzt mit unserer ExtraTrack App. Wir sehen hier auf der App wirklich, wie
die Maschinen hier rumfahren. Super akkurate Spuren. Natürlich sind alle Maschinen hier mit RTK-System ausgestattet und können uns wirklich live anschauen, welche Maschine hier gerade aktiv ist. Ist besonders nett für die Besucher. Die können so aus dem Zelt beim Kaffeetrinken feststellen, wo geht welche Vorführung los und können sich entsprechend rechtzeitig zum Ort des Geschehens begeben. Wir schauen uns hier einen John Deere 8370 Gen 2 an, der mit dem Extratrack-System nachgerüstet ist. Und das Interessante ist wirklich, wir können hier aufs Tablet schauen und sehen den Maschinentyp. Wir sehen unten Pöttinger Terrano Terra A040 ist als Anbaugerät angehängt. 11 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Wir sehen die Fahrspuren und können wirklich aus der Ferne beobachten, was die Maschine macht und haben alle Daten nachher im Gesamtsystem dokumentiert mit den Maschinen der anderen Hersteller. Ja, wir sind das Team Traction. Wir sind heute auf dem Feldtag, zweites Bootcamp zum Thema Bodenbearbeitung. So langsam geht es dem Ende zu. Ich denke, das war ein voller Erfolg, Evelyn. Jo, genau. Ich bin auch Redakteurin bei der Traction. Wir sind hier in Magdeburg. 17 Gespanne, 10 Hersteller, 150 Landwirte, gutes Wetter, gute Stimmung. Hat alles gepasst von unserer Seite aus. Genau. Wir sind glücklich. Und jeder Landwirt konnte bestimmt etwas Infos vom Feld mitnehmen und hatte einen tollen Tag hier bei uns. Bis zum nächsten Mal.